bitte! Um Gottes Willen. Dir wird schwarz vor Augen. Du wirst bewusstlos. Dir werden die Augen schwer gespritzt. Sag mir die Uhrzeit. Meini. Es geht um die Uhrzeit. Es geht um die Uhrzeit. Ja. Ich werde dich heute in diesem Raum einsperren. Entweder 5 Stunden oder 200 Stunden. Und wenn ich sage, irgendwann, sag mir die Uhrzeit, dann musst du auf eine Stunde exakt genau mir die Uhrzeit nehmen. Auf eine Stunde? Wie lange hast du jetzt mal ernsthaft, wie lange hast du denn vor, dass das hier heute dauern soll? Meini. Die Zeit vergeht wie im Flug wahrscheinlich für dich. Oder manchmal wird sie auch sehr, sehr langsam vergehen. Hier sind ja auch keine Fenster. Hier ist natürlich kein Fenster. Hier sind keine Uhren. Hier ist nicht mal ein Geräusch. Hör mal. Meine, hier oben ist eine Überwachungskamera, sodass wir auch vielleicht nach Hause fahren können, schlafen. Was natürlich auch noch wichtig ist, Meini, du darfst diesen Raum nicht verlassen. Aber wenn ich aufs Klo muss? Da hinten ist ein Eimer. Es gibt natürlich noch eine Regel. Solltest du hier eine Technik anfassen, ist die Challenge sofort verloren. Das gilt auch, wichtig, für den Lichtschalter. Also, musst du noch wichtige Nachrichten schreiben, weil dann gibst du mir dein Handy. So, Meini. Ja. Ich werde dir jetzt zum letzten Mal für unbestimmte Zeit die Uhrzeit sagen. 15.13 Uhr. Ja. Okay, das ist jetzt die Startzeit, die offizielle. Das ist die offizielle Startzeit. Ab jetzt. 15.13 Uhr, eine Sekunde, 15.13 Uhr, zwei Sekunden, 15.13 Uhr, drei Sekunden. Jungs, ihr geht raus. Ihr geht schon mal raus. 6, 16. Viel Spaß. 17. Was? 20. 21. Wie ganz im Dunkeln oder was? Er zählt die Sekunden. Das ist bescheuert, meine ich. Der hat keine Ahnung, wie lange ich ihn hier drin lasse. So. Gut. Jetzt ist er erstmal da drin. Da sitzt der Meini. Ich kann ihn hier natürlich immer gut beobachten. Ich habe heute einen besonders wichtigen Job. Ich bin nämlich nicht, wie ihr es gewohnt seid, der pointensichere Gaglieferant, sondern ich habe heute eine ganz wichtige Aufgabe. Und zwar, ich lasse mir lauter Aktionen einfallen, damit dem Meini die Zeit manchmal sehr, sehr lange vorkommt und manchmal auch sehr, sehr kurz vorkommt. Das heißt, ich habe ein buntes Potpourri an Aktionen rausgesucht, damit der Meini eine richtig schwere Zeit da drin hat, seine Sekunden zu zählen. Und was machst du denn jetzt eigentlich so die ganze Zeit? Mit dem Finger im Sekundentakt auf den Tisch klopfen, damit ich die Sekunden zählen kann. Das klingt echt nach einer bombensicheren Taktik, Meini. Wahnsinn, der Meini hat gerade gesagt, es müsste 16.13 Uhr sein. Checkt's bitte ab. Es ist exakt 16.13 Uhr. Nee. Ich gehe jetzt zum ersten Mal rein zu meinem Werk. Natürlich bin ich kein Idiot. So. Meini, du warst echt. Bin ich schon 4 Tage hier drin? Ja. Hab ich jedenfalls gezählt. Du hast dir ein Bart bekommen. Egal, was jetzt passiert, sei freundlich,
Sei nett, lass dich drauf ein. Vielleicht ist heute ein ganz, ganz großer Tag für dich und für deine Zukunft. Just saying. Diese Worte aus deinem Mund fühlen sich eher bedrohlich an. Meini. Ja. Wir kommen zum Speed-Dating. Wichtig für dich zu wissen ist, ich werde dann eine der Damen aussuchen, mit der du dann ein romantisches Abendessen oder Frühstück, wir wissen ja noch gar nicht, wie spät es ist, Abendessen oder Frühstück sozusagen verleben kannst. Also mit der hast du dann praktisch den Jackpot gezogen. Ja, das, was lachst du denn also? Nein, also das ist... Und da wird's dann schön. Also die armen Frauen. Du hast nun ein Date mit Nicole. Nicole, bitte eintreten. Ihr habt 5 Minuten zusammen. Hallo, Nicole. Hallo. Nicole. Hi. Servus. Und woher weiß ich, wann 5 Minuten um sind? Deshalb bin ich hier. Sagst du es mir dann? Ja, klar. Ah ja, okay. Das ist ja schön. Bist du denn ein pünktlicher Mensch? Ja, eigentlich schon. Und wann musstest du heute hier sein? Tja, das ist nicht so einfach zu beantworten, weil auf dem Weg hierher wurde mir erst mitgeteilt, dass ich dann auch noch mal einen Negativ-Corona-Test mitmachen wollte. Mhm. Da musste ich noch mal einen Umweg machen. Deswegen kann ich das jetzt auch nicht so genau beantworten, wann ich denn hier war. Okay, verstehe. Ja. Ich fange jetzt gerade intensiver mit dem Segeln an. Also das mache ich schon so ein bisschen so eine Zeit, aber jetzt dieses Jahr möchte ich das ein bisschen so ausbauen, so mit größerem Segelschein und so. Mhm. Eigenes Boot. Ich fange mit dem Segeln an. Die beste in Meinberg, YouTube-Star. Und danach noch Golf spielen. Die Beilage, ey, macht halt auch ein richtiges Gericht wenigstens. Mäp. Ah, eure 5 Minuten sind leider um. Jetzt kam mir gerade echt ein schönes Gespräch auf, aber 5 Minuten sind 5 Minuten. Du bist so ein Arsch, ey. Wir sind jetzt leider vorbei. Ja, genau. Deshalb, Nicole, verabschiede dich noch von Sebastian. Ja, also, vielleicht Nicole, seht ihr euch ja wieder. Freude, ja. Vielen herzlichen Tschüss. Dank. Schön, dass du da warst. Und schön, dass wir so lange 5 Minuten miteinander hatten. Ich habe natürlich jetzt im Kopf mitgerechnet. Du nimmst Platz. Es kommt Date Nummer 2. Ach, das geht jetzt wirklich so Speed-Dating-mäßig jetzt so durch? Ja, sicher. 5 Minuten, 5 Minuten, 5 Minuten, 5 Minuten. Dann Date Nummer 2. Maini? Ja? Ich stelle dir Franka vor. Hallo Franka. Hi. Schön, dass du da bist. Hi. Maini, nimm Platz. Dann starte ich eure 5 Minuten ab jetzt ein. Franka, ich starte mit einer Entschuldigung. Ich war tatsächlich gerade im Urlaub. Eine Woche in Holland war ich. Hm. Genau, also so Oster. Family-Trip mit einem Boot, also mit so einem, ja, die Holländer sagen dazu Hausboot. Oh, ich bin kurz eingeschlafen, wie viel Zeit ist vergangen? Nicht reisen konnte, genau, und hab besonders viel Zeit für besonders schöne Dinge. Was muss ich noch dringend über dich wissen? Ich liebe es, dich leiden zu sehen. Und findest du es auch so süß wie ich, wenn er sich aufregt, der Maini? Ja, es ist schon. Also ich kann es nicht so ganz ernst nehmen. Das ist eine gute Voraussetzung für eine Beziehung. Du hast eine ganz niedliche Art, dich über Dinge aufzuregen. Ja, man muss sich ja in, Die Zeit ist leider vorbei jetzt. Das waren jetzt 5 Minuten, jetzt gerade geklingelt. Klar. Franka? Ja. Ihr könnt euch verabschieden, vielleicht seht ihr euch wieder. Hat mich gefreut, wir waren jetzt eigentlich noch nicht fertig, aber so ist Speed Dating halt. Ne? So ist es. Bis später. Direkt die Frage, die ins Herz sticht. Jetzt hast du ihn live gesehen. Findest du Sebastian Meinberg süß? So mäßig. Warum nicht? Weiß nicht. Also er ist schon klein. Ready, du bitte geh rein und frag dir meinen, wie er es fand. Ich kann nicht rein. Nein, ich mag fragen, wie du es fandest. Und warum lachst du dann so? Oh.
Warum lachst du dann so? Ja, das liegt doch ganz gut. Und ich bin so ein bisschen aus der Zeitschätzung raus, aber so im Großen und Ganzen, was lachst du so? Im Großen und Ganzen weiß ich's noch. Sebastian? Ja? Das ist Christina. Hallo. Hi. Sebastian, nimm Christina. Platz. Christina. Ich starte die 5 Minuten wie immer ab jetzt. Ja, also wir haben jetzt angeblich 5 Minuten. Du zeichnest. Ja. Was zeichnest du denn? Dich zum Beispiel. Oh. Tatsächlich? Uh-huh. Ja. Da gab es schon mal was. Ah, okay. Mhm. Also vor meinem inneren Auge sehe ich gerade die Szene von Titanic. Wie du den Sebastian malst, wie er so auf der Couch liegt. Akt ist auch immer ganz schön. So lange möchte ich jetzt hier nicht sitzen heute. Ah, das waren leider eure 5 Minuten. Euer Speeddating ist leider vorbei. Wie nur verflogen. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit. So. Das war jetzt das Speed-Dating und das ist echt krass, weil ich hätte keine Ahnung, wie lange das jetzt insgesamt gedauert hat. Also ich bin mir auch sicher, dass er auf gar keinen Fall noch irgendwas da mitzählen konnte. Ich suche mir jetzt aus, mit wem er ein romantisches Dinner haben wird. Und dann geht's weiter. Da bin ich mir jetzt echt etwas unsicher, wie lange das jetzt gedauert hat. Meini, ich habe ja gesehen, dass du das mit den Sekunden tippen machst. Mhm. Ich dachte mir, ich mach dir einen riesigen Gefallen und spiel einfach den Sekundentakt ein. Passt perfekt. Also, viel Spaß. Ich werde genau hinhören, ob der stimmt. Nicht, dass der dann irgendwann das Tempo verändert, ne? Und dann ist die Sekunde auf einmal viel länger oder viel kürzer als eine eigentliche Sekunde. Das ist doch hier alles wieder manipuliert. Tick-Tack, Tick-Tack, Zeit ist knapp. Du bist gehetzt, weil die Uhr dir Beine macht. Halt nicht fest, sieh nicht hin, wenn dir Sand durch die Finger rinnt. Denn jeder Fluss fließt ins Meer. Lass los, kein Grund, dich zu wehren. Alles glitzert im Helllicht. Nimm die Welle mit, bis die Welle bricht. Ist noch nicht wie versprochen, 18 Uhr. Meine, jetzt hast du mir erzählt, dass du das zu Hause auch gern machst, dass du praktisch so großen Blätter. Ja, aber du bist schon lange nicht mehr vorbeigekommen, deswegen habe ich das schon länger nicht mehr gemacht. Also ich bereite hier noch alles vor und dann gibt es eine große Überraschung. Also die Kameras aus. Raus. Und raus, ich? Raus. Du bleibst hier, alles gut. Eine Sache. Ist euch aufgefallen, dass der Meinberg gesagt hat, als ich reingegangen bin, um den Tisch zu schmücken, hey, es ist aber noch nicht 18 Uhr. Ist aber nicht übersprungen, 18 Uhr. Also entweder das war ein krasser Bluff von ihm oder er ist jetzt schon komplett daneben. Jetzt versuche ich mich immer noch zu konzentrieren und innerlich auch wieder ein bisschen so mitzuzählen, wie spät es sein könnte, aber gleich im Gespräch. Also im Gespräch ist wirklich am schwierigsten. Und wenn viele verschiedene Dinge passieren, dann ist es schwer. Hallo, Franka. Nimm Platz. Ja, wir, ja, schön, dich auch wieder zu sehen, bitte. Da konnte sich immerhin noch an den Namen erinnern. Wenn ich hier ganz alleine bin und nichts los ist, dann versuche ich so im Kopf wirklich so Sekunden zu zählen oder mit dem Finger. Was auch mega nervig ist. Versuchst du damit Sekunden oder? Ja. Okay.
Aber also im Gespräch kann ich das natürlich nicht. Das wäre auch sehr unmöglich. Prost. Auf dich. Auf einen schönen Abend. Ist gut für mich, weil dann wird er A, lustig und B, dann wird er ein bisschen verrückt immer. Und das ist gut. Weil dann vergisst er seinen Sekundenklicken. Und was wirst du jetzt tun? Saufen. Ja. Okay, gut. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Madame et Monsieur, der erste Gang. Also, du hast jetzt hier die ganzen Kerzen und diese Rosenzeug da aufgetischt. Jetzt legst du hier die Pizza in der Schachtel auf. Es ist romantisch, das ist wie in den Straßen von Neapel. Lasst es euch schmecken. Danke. Grazie. Ja, dann. Selbst ich bin so verliebt in die beiden, ich wusste nicht, ob es jetzt 5 Minuten waren oder vielleicht schon eine halbe Stunde. Seid ihr bereit für den zweiten Gang? Absolut. Ja. Okay. Der zweite Gang. Ich bin das einfach sicher. Ist eine Pizza Quattro Formaggi? Lasst es euch schmecken. Danke. Lasst es euch schmecken. Greif zu. Uiuiui. Bitte? Dolce? Ein bisschen Nachspeise? Das ist doch keine Nachspeise, das ist doch nur wieder... Marc! Ich will nicht hinter die Säule müssen. Das ist von unserer treuen Zuschauerin Annette. Genau, ja. Von Annette. Tiroler Almschnaps hat sie uns geschickt zu Weihnachten. Ist es was Kräuterartiges? Ja. Gut, super. Achso, ich dachte schon, kriegst Ausschlag, damit aber nee. Nicht tot. Okay, da noch ein bisschen mehr rein. So, ihr esst jetzt hier auf und dann kommen wir noch zu dem nächsten kleinen Schritt, das Happy End. Okay, also es wird noch sehr, sehr unangenehm heute. Ich muss über die Zeit nachdenken. Denk mal über die Zeit nach. Time in a bottle. The first thing that I'd like to do is to save every day. Till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever. Ja. Ist schon Feierabend für dich, Marc? Wo ich so denke, Alter, so, spinnst du eigentlich, du? Wow. Ah, Putzstunde. Alles weggesoffene. Sie ist so trinkfest. Was ist denn mit euch los? Meini, ich kenne die Äuglein. Das sind deine dichten Äuglein. Ja, ich bin auch dicht. Ihr habt jetzt in den 20 Minuten die Flasche Wein ausgegeben. Das hat mir nichts geholfen. Ich weiß nichts mehr. Ich bin der Marc, hallo. Ich muss sagen, wir haben uns wirklich gut unterhalten und deswegen war es schwer, die Zeit im Blick oder im Kopf zu haben. Du siehst sie schon doppelt in deinem Kopf. Die Zeit sehe ich doppelt, aber ich ziehe jetzt die Hälfte wieder ab. Ich habe mir gedacht, es ist bestimmt so 40 Uhr irgendwas und da weiß ich jetzt, nein, das kann nicht sein, das teile ich durch zwei. Das ist jetzt auch ein bisschen unangenehm. Franka, mach sie jetzt rum, sie machen rum! Oh, oh Gott, ich wünsche dir noch einen schönen guten Morgen, was auch immer es gerade ist.
genieß es. Ich hoffe, es dauert nicht mehr so lang. Ich hoffe, du brauchst deinen Eimer in der Ecke nicht. Naja, jetzt nach so einer Flasche Wein, ich weiß nicht, ob das die beste Idee war. Ja. Naja, meine, du hast auf jeden Fall jetzt das Bettchen. Ja. Ja. Ich hab keine Ahnung mehr. Hat er den Schnaps komplett allein getrunken? Ja, das hat er schon gemacht. Ja, aber jetzt natürlich die wichtigste Frage. Er hat's gefunden. Natürlich nicht. Boah, du hast ihm sein Herz gebrochen. Nein. Du hast ihm sein Herz gebrochen. Ich glaube, er ist richtig verliebt. Ich habe ihm viel mehr Fragen gestellt, als er mir Fragen gestellt. Boah, das ist so gemein, das können wir nicht zeigen. Ja, da steht ziehen, dann zieht man, gell? Mhm, meistens. Kein Happy End, Leute. Es ist so anstrengend und so nervig und so langsam penne ich hier ein im Dunkeln. So kann ich doch auch nicht rumlaufen. Oh. Ich muss aufs Klo. Jetzt hast du erstmal noch ein ganz anderes Problem. Denn dieses Date war nicht nur ein einfaches Date, sondern es war auch eine Psychoanalyse. Und meine, ich sag's, wie es ist. Wir alle haben Fragen. Herr Professor? Frag mich doch nach der Uhrzeit und viel Glück. Servus. Der Meini. Leid? Ja. Maximilian Leid? Bitte sehr, Herr Professor Leid. Wissen Sie zufällig, wie spät es ist? Ungewöhnlich spät für so eine Behandlung. Ich habe Sie ein bisschen beobachtet über die Kameras. Ja, ja. Vor allem auch das Blind Date. Und fußend auf diesem Test möchte ich ein paar Fragen mit Ihnen durchgehen. Ah ja. Wenn das... Na klar, ich habe Zeit. Ich habe Zeit. Ja, ich habe Zeit. Sehr gut. Ja. Meine erste Frage wäre, ich vergesse nicht mitzurechnen, also hier keine Sorge. Ihre Kindheit? Ja. Verdrängt. Verdrängt. Ein Trauma. Ein Trauma. Ja, ja. Also ich glaube, Sie verwechseln mich mit Marc. Ich glaube, der hat einige traumatische Erfahrungen. Marc, ja. Ihr Freund. Freund würde ich das nicht nennen. Ich sage, wir sind eher eine Zweckgemeinschaft. Dieser Marc. Ja, dieser Marc, ja. Wann haben Sie den kennengelernt? Den habe ich kennengelernt vor... In Ihrer Kindheit? Nein, zum Glück nicht. Ich hatte eine glückliche Kindheit. Erst in meinem Erwachsenenalter wurde es dann unglücklich, als ich Marc kennenlernte. Und das ist, würde ich sagen, so 7 Jahre her. Sind Sie sich sicher, ob dieser Marc auch für andere sichtbar ist? Oder ist das nicht wichtig? Doch, das ist, glaube ich, schon wichtig. Leider ist er für andere sichtbar. Also normalerweise würde ich Ihnen recht geben, vielleicht ist das alles nur in meinem Kopf. Das kann ja sein. Also sind Sie doch eingesperrt. Die Zeit. Bleiben Sie dran. Herr Meinke, glauben Sie, Sie werden jemals freier sein als in diesem Raum? Wie sollten wir das in die Horizontale begeben? Fühlen Sie sich besser? Ich habe Angst einzuschlafen. Wegen den Träumen? Wegen der Zeit. Glauben Sie, die Zeit läuft Ihnen davon? Das ist natürlich völliger Quatsch, was da drin passiert. Aber das Gute ist, Meinberg vergisst so ein bisschen die Zeit und
der Ausflug in seine Kindheit, in die Vergangenheit, mit der Gegenwart, dem Heute, ist praktisch eine Implosion der Zeit. Und das Gute ist, Meinberg liegt, das war die Aufgabe vom Psychologen, Meinberg liegt auf der Matratze und wird müde. Mit seinem kleinen Weinschädel und seinem Schnapsschädel wird er müde. Andere Frage. Wie spät ist es? Ich sag gar nichts mehr. Sehr schön. Ich glaube, wir sind jetzt auch austherapiert. Ich fühle mich tatsächlich besser. Das Sie haben mir sehr geholfen. Das freut mich sehr. Ich habe einiges rausgefunden. Ich komme wieder. Geben Sie mir, sagen wir, 6 Minuten, ja. 33 Sekunden. Die habe ich. Und was glaubst du, vergisst er die Zeit? Es ist hoffnungslos. Warum? Er denkt nur über die Zeit nach. Hast du gesagt, dass er nochmal rein ist? Ja, aber muss ich. Das wäre geil. Also wir machen es jetzt so, wir haben draußen dunkel gemacht, Tür bleibt auf, ich gehe rein, mach's Licht aus, dann ist es ja eigentlich stockdunkel. In der Zeit schleichst du dich rein, ich gehe raus, mach die Tür zu und dann müssen wir ihn krass erschrecken. Das ist einfach entsetzlich. So, wir gehen raus. Herr Meinberg. Ah! Haben Sie Angst vor. Mani, du bist so gesprungen! Herr Meinberg. Ah! Ihrer Reaktion nach. Der! Das hier! Von wegen Marc ist nicht real! Haben Sie schon mal YouTube gesehen? Mit wem redest du, Meinberg? Aber welcher Marc? Mit wem redest du? Wir sind zu zweit. Das wäre so schön, ja? Vielen Dank für die Therapie. Glauben Sie, Sie kommen nun allein weiter im Leben? Nein. Wir blasen zum finalen Angriff. Was ist denn das schon wieder? Du brauchst doch jetzt hier keinen Heizpilz. Das ist doch Unfug. Boah. Das ist doch Unfug. Meini, wir heizen dir jetzt noch mal richtig ein. Aber wozu das denn? Das ist doch Quatsch. Du bist richtig müde jetzt. Es wird richtig schön heiß hier. Es riecht nach Gute-Nacht-Stimmung. Nein, ich meine Gute-Nacht-Stimmung. Vor allem. Boah. Meinberg hat einfach seit 10 Minuten seinen Kopf auf dem Tisch. Ich glaube, der pennt gerade ein. Das wäre meine Chance, dann vergisst er die Zeit. So Leute, jetzt will ich von euch wissen, was für eine Zeit haben wir. Die Zeit, ein Abo, für das schaffst du nie dazulassen. Los geht's. Sebastian Meinberg. Was ist los? Hier drunter ist die Uhrzeit. Ist das große Finale. Das große Finale. Lieber Sebastian Meinberg, ich möchte jetzt von dir wissen. Du musst auf eine Stunde genau sein. Wie viel Uhr haben wir? Uhr. Es ist 23 Uhr 31. Das ist hier. Ich bin Kopfmeister hier. Und ich dachte mir, du bist wahnsinnig. Ich bin Atomuhr. Ich hab wirklich Angst. Es war furchtbar. Du hast diese Challenge gewonnen. Dieser Psychoterror mit diesem. Und Sebastian Meinberg, es steht 1-0 im Das schaffst du nie Best of 5. Ja. Der erste Punkt. Absolut. Yes! So,
Liebe Leute, wenn euch das gefallen hat, was ich sehr hoffe, ich habe schließlich gewonnen, dann lasst uns doch mal hier ein Abo da. Auch um Zeit geht es in dieser Challenge, da muss ich die Fake Rolex finden. Und hier ein Video von Kurz gesagt, auch ein Funkformat, und da geht es auch um die Zeit. Die Zeit ist die Vergangenheit und Zukunft von allem. Oder andersrum. Ich habe jetzt keine Zeit, ich muss aufs Klo.